Ich habe echt Bock auf ein weiteres Indie-Game, ihr Lieben. Da habe ich echt irgendwie, ich weiß nicht. Was soll ich sagen? Lehnt euch zurück, macht es euch bequem. Diesmal kommt wirklich nicht so ein Kram wie eben Knötzkögen oder so, sondern schon eine ganz andere Nummer. Ja, ich muss es nur noch suchen und finden, weil dauert ja immer ein bisschen bei diesen ganzen Spielen, die man so hat. Außerdem lässt mir das Zeit, einmal kurz ein wenig Luft aus mir herauszupressen. Tja, wo hab ich's denn? Da hab ich's ja. Okay. Gut, ihr Lieben, ich halte den Kopf. Ich melde mich erst dann wieder, wenn es irgendwie vonnöten ist. Allen, die dem Englisch genauso mächtig sind wie ich, möchte ich frohen Mut zusprechen. Vielleicht hilft uns ja auch der Chat ab und an mal, weil das nächste Game ist noch komplett in Englisch lokalisiert. Den größten Teil verstehe ich, aber ich kenne viele Phrasen nicht und von daher, vielleicht hilft mir der Chat und wir haben ein ziemlich interessantes Erlebnis bei Deliver Us the Moon. Ich habe da gestern mal reingeschaut und ich habe mich verliebt. Jetzt halte ich die Klappe, start das Ding und viel Spaß. There was a time when resources seemed endless. But in 2030, the great energy crisis began. With hardly any resources left on our world, global powers created the World Space Agency to look beyond the Earth for answers. The answer was found in helium-3, a powerful isotope discovered in abundance on the moon. With it, humanity could satisfy its energy demand for decades to come. And so, in 2032, mankind colonized the moon. Spearheaded by the Lunar Council, the WSA constructed several permanent settlements to harvest and process helium-3. The resulting energy was transferred to Earth through a revolutionary energy network, the Microwave Power Transmission, or MPT. For a time, all seemed well. Then, one fateful night in 2054, the lights went out. No energy. The MPT had gone offline, and communication with the lunar colonists was lost. Without earthly resources to launch a full-scale rescue mission to the moon, the World Space Agency was shut down permanently in 2055. But a small group of former WSA colonists refused to accept humanity's bleak future. Determined to discover the colony's fate and to restore the MPT, they've been preparing their mission in an abandoned desert launch facility. Now, in 2059, they are ready to launch an astronaut to the moon. What awaits is unknown and unforeseen. But the mission is clear. Deliver us. The moon. Also ich muss ehrlich zugeben, schon nach diesem Intro hatte ich Pipi in den Augen. Hammer cool. Hammer, mega, super cool. Hat mich von der ersten Sekunde an angefixt. Um was geht's? Tja, wir haben natürlich so weitergemacht, so es gab mal eine Zeit, da schienen die Ressourcen komplett endlos und ach, Hammer ja, hau raus, Hammer ja, hau raus, mach die Weltmeere platt, mach alles platt und dann kam natürlich erstmal so ein bisschen die Energiekrise. Aus diesem Grund haben sich dann so verschiedene Großfirmen zusammengeschlossen und haben irgendwie die Power Agency gegründet und haben sich halt im Weltraum dann breit gemacht, besser gesagt auf dem Mond schon mal nachgeschaut nach Ressourcen, die wir gebrauchen können und sind auf Helium-3 gestoßen. Und
Es gibt so eine alte Idee von Nikola Tesla, dass man Strom durch die Luft übertragen könnte, so mikrowellenmäßig irgendwie. Boah, hier Strom ohne Verlust und ohne Kabelleitungen in die ganze Welt. Ich meine, das war eh so ein enthusiastischer Träumer und ein Genie. Von vielen gar nicht so richtig ernst genommen. Aber naja, ich meine, er hat ja auch ziemlich spinnerte Sachen so verbreitet teilweise. Aber was soll's? Ich meine, Nikola Tesla kennt heute vielleicht noch jeder, nicht nur als Auto. Nur mal so nebenbei. Gut, und dann haben wir halt auf dem Mond so eine Facility, also eine Fabrik errichtet, dass wir da Helium-3 ernten und den Strom, den haben wir dann mit so einer Mikrowellenanlage runter zur Erde geschickt. Und irgendwann war da das Licht aus. Okay, dann starten wir ein neues Game. Family of the missing lunar colonists gather all around the world tonight in remembrance of the 2054 MPT blackout that resulted in a global power outage and the loss of contact with the lunar colony. The blackout caused global turmoil, which ultimately led to the closure of the World Space Agency 1 year later. In other news, the recent formation of the largest dust storm on record has prompted climatologists to readjust their forecast of the equatorial desert's growth rate. As a result of the new storm, the desert could soon cover 30% of the globe's landmass. Several governments have pledged support for refugees, despite reports of resource shortages. Nach diesem ersten Blackout, wenn ich das richtig verstanden habe, haben sich so ein paar Enthusiasten, zu dem wohl auch wir gehören, muss man eben hier mein Gamepad rüberholen, haben so ein paar Enthusiasten halt die Station mehr oder weniger, oder die Facility wieder aufgebaut und ich weiß nicht genau, ich habe es nicht ganz genau verstanden, aber nach, glaube ich, 9 Jahren ist dann halt der nächste Blackout passiert und die Verbindung und jegliche Kommunikation und der Strom und alles zum Mond hin ist abgebrochen. Und tja, wir sind wohl der Astronaut, der jetzt irgendwie losgeschickt wird, um mal nachzugucken, was los ist. Ja, normalerweise kennt man das ein bisschen anders. Aber lasst uns erstmal hier so ein bisschen durch den Raum gucken. Das ist so geil gemacht, das ist so detailreich gemacht. Die haben quasi hier, entschuldigt, ich gehe jetzt erstmal kurz raus aus dem Spiel, gehe mal kurz ein bisschen rein in die Technik. Die haben hier so einen Vorhang selbst hingenäht. Versteht ihr, was ich meine? Die haben hier noch Stromkabel selbst verlegt. Keine Textur mit Alpha Blend und Bump Map. Natürlich sind die auch dabei, aber sowas von detailreich gemacht, sowas von atmosphärisch und überall dieses WSA, also WSA. Ja, okay, World Space Agency, nicht nur noch European, ist aber angelehnt an das europäische Raumfahrtprogramm. Und das freut mich total. Dieser abgeranzte Ledersessel, hier diese ganzen Sachen, dieser einfach, ich habe mich von der ersten Sekunde an in dieses Game verliebt, obwohl ich nur die Hälfte verstehe. So, ich guck mal kurz in den Chat. Was kennst du schon wieder irgendwo her, Talia? Du weitgereistes Mädchen? Wieso? Was heißt hier, wie sich John anstellt? John stellt sich nicht an. John spielt. Oder was heißt sonst der alte Sack zockt? Wir können ja ab und zu Sachen untersuchen. Das ist schon mal ziemlich geil. Weite Reise. Ein eigentlich total krass normaler Astronaut, bla bla bla. Ich lasse es. Ich verhaspel mich ja eh nur. Wenn es wirklich was zu lesen gibt, dann werden wir das schnell bekommen. Okay, irgendeine Claire spricht gerade mit uns und kein Plan. Okay, ich muss mich erstmal so ein bisschen reinfummeln. Wie gesagt, ich habe gerade mal reingeguckt. Ich hoffe, dass mit dem Sound stimmt alles. Ich musste auch direkt mit denen im Dings da schreiben, so von wegen, hey, kein Spielsound und so. Okay, wir können zoomen. MPT Online, also Microwave Power Transmitter wird das wohl sein. Transmit Power from Moon to Earth. The Microwave Power Transmitter MPT. Generate Power inside a Fusion Reactor. Aber wir können das doch bestimmt auch anders lesen, oder? Yeah. Und?
Reed. Das ist aber trotzdem doof. Weiß auf weiß ist blöd. Ich versuch's mal zu überfliegen, aber... Merk's halt, it's working yet. Hier scheint wirklich nur, das ist 14.3. oder ja doch, 14.3.2041. Da wird wohl gerade hier erwähnt, dass das Ding richtig cool drauf ist und wunderbar funktioniert. Wir haben, glaube ich, jetzt 54, also 9 Jahre später. Da ist 32, WSA Take-Off, Mission to Find New Energy Sources. Das ist wohl da. Ah, hier war Ende von uns, guckt mal. Ha, wie geil. 2030 schon. Ist nicht mehr so lang hin. Ist nicht mehr so lang hin. Echt, das spielt da nur gerade auf YouTube. Ah, wenn ich das gewusst hätte. So. Energiekrise, bla 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 bla. Dann haben wir hier den Aufbruch quasi, wo wir über unseren Tellerrand gucken, was wir ja jetzt schon lange machen, die ganze Zeit irgendwie. Und dann haben wir wohl auf dem Mond Helium-3 entdeckt. Ich bin da jetzt gerade nicht so bewandert, ob Helium-3 wirklich so eine coole Energiequelle wäre. Ich glaube eher, dass wir halt ähnlich wie bei Narcosis erstmal, haben wir bestimmt auch gemacht. Ich meine, 2030 haben wir bestimmt schon das Methanhydrat auf den Weltmeeren irgendwie ausgeraubt. Haben da auch ein paar Sachen riskiert, die wir da zum Jordan geschickt haben dadurch. Ich bin Fortuna, ich bin der Glückliche oder das Glück oder was? Huygens, ach Huygens. Facility closed to your mind. Aha, da ist hier wohl was. Ah, 50 ist schon was zu. Der Huygens Research, also die Huygens Research Facility. Ah, und hier ist der Blackout der WSA Colony Goes Dark. Ich guck mal kurz in den Chat. Hi, Schütze Klaus. Komm aus deinem Graben raus. Weiß ich nicht und ist mir, ehrlich gesagt, shit egal. Und wenn es nur 10 Minuten wäre, schon die eine Minute hat sich gelohnt. Also 54 ist jetzt irgendwie Schicht im Schacht. Seit 54 anscheinend. Okay. Ja, ja, ich hab's verstanden. Alles klar hier. Was für eine Mission. Ja, gleich. Ach ja, ich bin ja bestimmt hier der Astronaut, der da... Major Tom halt. Lunar Colony Disaster. Aha, Huygens, was? Kryos-Schlapp. Oh, nein! Huygens war also so eine Kryostase-Einrichtung, die irgendeine Fehlfunktion hatte. Alles klar. Krass, 48. 50 war dann hier Scheibenkleister geschlossen. Ausfall. 55... Jegliche Hoffnung verloren. Jetzt kann uns nur noch ein Wunder retten. Da wir gerade der Filmzitaten sind, ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Angelegenheit hier. So, Accelerates Hope and Merns Star, was? Strategy. Ach so, alles klar. Ja, scheiß Strategie, ne? 90 Jahre. Was? Tribut? 90 Jahre Space Exploration. Ah, nach 90 Jahren Weltraumfahrt. Mhm. Und. Seit 54 den Blackout. Wir sind jetzt echt in 59? Das ist ganz schön krass. Was ist hier? Achso, vielleicht kam da... Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Launch Sequence. Ach, holy shit. Und da steht nur Read und Back. Nee, boah, muss ich mir das... Nein, ich hole jetzt nicht das Telefon und fotografiere das ab. Wenn ich Pech habe, muss ich halt hier hin zurück. Krass, das ist eine... Das ist bestimmt die Startsequenz von der Rakete. Oh, krass. Du hast es tausendmal voll gemacht, also in der Simulation, also bleib mal ganz locker und viel Glück, Claire. Claire, die hat doch gerade eben mit uns geredet. Okay. Hier können wir Launch Sequence. Okay. Ah, HEV Hazard Suit. Boom. Cool. Ah, Gribbel, Gribbel. Kinder. Kinder. Okay, load this end up. Das ist aber jetzt an der... Egal. Ich will gar nicht. Ich trau mich gar nicht. Soll ich? Mach ich? Guck mal erstmal so ein bisschen.
Krass. Okay, auf geht's. Bu, 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 bu. Aha. Nichts geschieht? Doch. Basenga. Oh, schickes Outfit hier. Astro-Tool. WSA, welcome. Please confirm contact. Radio contact confirmed. Make your way to the launch platform and prime the rocket for liftoff. We have to launch before the dust storm hits. Ja, du, dann sag mal dem Dust Storm, der soll sich mal ein bisschen Zeit lassen. Ich muss mich hier erstmal umgucken und möchte so viel sehen und lesen, was ich verstehe, wie es nur geht. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir unseren, haben wir diese blöden Vergleiche, Pip-Boy. Nein, wir haben hier unser Astro-Tool. Gut, okay, können wir hier irgendwo durchsteppen? A, B, A, Switch Tabs? Nö, da unten steht zwar was, aber hier geht nichts. Okay. Enter the Fezenov. Ach, Fezenkov. Okay, enter the Fezenkov Lounge Facility. War die nicht auf dem Mond? Ach ja, klar, da fliegen wir jetzt gleich hin. Yeah, wir sind auf dem Weg zum Mond. Das habe ich mir aber jetzt alles... Und die Tür geht auf. Das habe ich mir aber jetzt alles ein bisschen anders vorgestellt. So als Astronaut, der jetzt gleich zum Mond fliegt. Die Erde und den Mond retten und eine Kolonie. So, habe ich hier irgendwas irgendwie? Eigentlich nicht, ne? Übersehen? Nö. Fresenkov, Kosmodrom. Okay, also wenn wir es in der Zeit, bis der Sandsturm hier eintrifft, nicht schaffen, da, boah, ist das geil. Scheiß auf die Geschichte. Nee, Scherz. Ist das abgedreht. Das ist jetzt die Erde, ja? Ist das jetzt hier die Erde, oder was? Weil wir müssen jetzt erst zum Mond fliegen. Nee, überall Solarkollektoren, ey. Hat natürlich unheimlich viel Sinn auf der anderen... Was ist das? Ach, das ist bestimmt hier so eine Microwave-Transmission-Schüssel, wisst ihr? Nicht nur Salat rein, sondern... Das Jupp bezieht sich auf Erde, Talia. Alles klar, danke. Krasser Scheibenkleister, ihr Lieben. Also wenn ich jetzt allein wäre, würde ich heulen. Ist das cool. Yippie. Was für eine Stimmung. Fresenkov. Start. Das ist unsere Rakete, wa? Alles klar. Als da zu lesen war, dass irgendwelche Enthusiasten irgendwas aufgebaut haben, war mir ja schon klar, dass das jetzt nicht das super Hightech-Ding sein wird. Also so eventuell so ähnlich wie bei der Serie 12 Monkeys, habt ihr vielleicht gesehen, weiß ich nicht. Ist irgendwie schon zu empfehlen. Aber dass das hier so eine Wohnwagensiedlung ist, die hier irgendwie, weiß ich nicht, eine Rakete auf die Beine gestellt haben, um jetzt zum Mond zu fliegen und die Erde zu retten. Was ist denn mit der großen WSA? Naja, das sind wir wohl, ne? Wir sind Fortuna, wir sind ein Glücklicher. Glücklicher oder Glücklicher? Ist auch wieder komplett egal, wie bei The Inner Friend. Bin ich im Moment hier noch geschlechtslos, was ja eigentlich auch sehr angenehm ist. Hey, cool! Oh, das wird mich total freuen, Talia. Wow! Heul doch, alter Sack. Scan. Dossier. Great by Isaac Johansson. Okay. Johansson. Sind die Entwickler nicht aus Dänemark, Schweden, irgendwie sowas? Weil wir jetzt da gerade irgendwie...
gut, Isaac. Isaac Johansson. The Microwave Power Transmitter. Power Moon zur Erde, bla bla. Network Satelliten. Dishes, okay. Ja. Since Isaac, the Spirit's Future Film. Claire Johansson has studied her father's work closely. Okay, also die Tochter von Isaac Johansson. Claire? Okay, ist das die Claire, die mit uns redet? Ich glaube, ja. Ist halt ein kleines Wunderkind geworden, anscheinend. Sonst würde die uns ja hier nicht so missionieren. Geil. Scheibenkreis davon. Ist das abgefahren. Also, ja, komm mal her. Okay, Treppen, Container. Ja, da werden wir wohl nicht so viel machen. Ach, nicht viel helfen. Ja, okay. Das freut mich umso mehr vielleicht. Dann merkst du meine Fehler nicht. Komm hier irgendwo rein. Nee, ich hab mich da total verlesen. Aber okay, trotzdem hätte ich mich sehr gefreut. Okay, da schauen wir nicht hochzukommen. Ich frage mich, ob das Schutzfolie ist, weil die einfach nur so lieblos mit Steinen abgedeckt ist. Höchstwahrscheinlich schon gegen die UV-Strahlung, wa? Wird unsere Atmosphäre wohl auch mächtig im Popöchen sein, wa? Krasser Scheiß, Freunde. Und obwohl die eigentlich komplett anders aussehen, aber man weiß sofort, das ist ein Wohnwagen. Sprint. Ja, ich möchte gar nicht. Nee, das ist somit das Letzte, was ich im Moment möchte. Sprinten. Da habe ich, nee. Der Sandsturm, der sollte ich mal zurückhalten. Ansonsten muss ich halt nochmal von vorne anfangen. Ist mir auch egal. Das muss ich mir jetzt erstmal angucken, Freunde. Ist der Hammer. Gut. Ich begreife so langsam, mit was ich interagieren kann, inwieweit ich geführt werde und wie hier die Spielmechanik abgeht. Okay, verstanden. Wenn hier nicht rein, schade. Es geht mir hier ähnlich wie bei Daedalics State of Mind. Fast jede Kameraeinstellung ist irgendeine Geschichte, die erzählt wird. Das ist so der Hammer. Also ich meine, viel ist hier nicht mehr los, was auch immer hier mal los war. Es scheint uns zum Mond zu bringen. Ein Lagerfeuer. Mit Steinkreis. Da drüben war ich gerade. Home is where we are together. Überall da, wo wir zusammen sind, ist unser Zuhause. Claire Johansson. It's a girl. Isaac and Elizabeth are proud to announce the arrival of Claire's little sister, Casey Christina Johansson. 44 geboren, 3380 Gramm schwer, 49 Zentimeter groß. Was für ein Riesenbaby! Oh. Was? Nee, ne? Ach, scheiße. Daddy auf dem Mond. Daddy bereit, zu Daddy zu reisen. Sie, also das wird dann wohl unsere Casey sein, denke ich mal. Und Claire. Claire ist wohl dann die große Schwester von Casey und die junge Dame, die wir da... Das hatte ich eben nicht begriffen. Warte mal. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Wie geil ist das denn eingebaut? Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ich gehe hier rein und bin in der Ego-Perspektive. Ist das cool. Yeah. Okay, zurück ins Spiel. Boah, das macht mich jetzt ein bisschen traurig. Mami im Himmel. Claire wird wohl die sein. Ich denke schon, ich kann es mir so ein bisschen zusammenklamüstern. Vater hat hier quasi ja... war einer der Enthusiasten oder der hauptantreibende Teil oder die Düse überhaupt hier. Die hellste Leuchte am Christbaum und hat das hier wohl vorangetrieben, denke ich mal. MPT, End of the Age of Wires. Ja, die Mikrowellen-Trans... Das ist wirklich eine Idee von... da der nächste Hinweis. Ja, wie geil. Ist wirklich eine Idee von ihm gewesen, von unserem... was hatte ich eben? Tesla, Nikola Tesla.
Ja, da echt verrückte Sachen gemacht. Und da unten sehe ich gerade Isaac Johansson. Wenn das Isaac mal nicht auf unseren Asimov hinweisen soll, hochtechnische Science-Fiction, also man sagt so Asimov-Science-Fiction, damit meint man denn halt weniger diese Fantasy, sondern eher so schon knallhart technische, angehauchte Science-Fiction. Und ich glaube, das ist einfach nur echt süßer und netter Seitenhieb an beiden Punkten gewesen. Einmal Nikola Tesla und hier Isaac Johansson. Ja gut, hier könnt ihr uns denn höchstwahrscheinlich darüber informieren, wer wann mal was... Ach so, ja hier, wie sich Johansson das gedacht hat mit dem Mikrowellenübertragung und so weiter. Okay, ach guck mal, noch mehr Bilder. Die reisen jetzt zu Claire, oder wie? Teddy und... Wie hieß die nochmal? Casey. Okay, Casey reist zu Claire. Und jetzt ist Claire auf der Erde. Ach so, das ist bestimmt in die Richtung. Ah? Dann ist Casey zuerst zu Daddy gereist. Claire war noch auf der Erde. Was hier mehr ein Wunsch ist, oder? Ich weiß es nicht. Aber es ist auch so krass, dass der Teddybär schon von Anfang... Hi. Von Anfang an irgendwie so einen Helm auf hat. Das ist cool. Da liegt er! Da liegt er! Entschuldigung. Ist das geil. Okay, dann müssen wir wieder scannen. Und dann ins Dossier gucken. Elisabeth, bla bla bla, hielt die Familie zusammen. Luna Council. After her death, Claire took the care of her sister Casey before to the moon. Live with Isaac. Hä? Also, Elizabeth Johansson war wohl der gute Kern der Familie, hat sich alle zusammengehalten. Das war wohl die Mutter. Und die ist wohl gestorben. Scheibenkleister. Und zwar nachdem Isaac Johansson... Ist wie Chat, ne? Hey, du kannst da mit dem Fahrstuhl fahren. Ja, kann ich, aber ich muss jetzt erstmal lesen. Nein, Scherz. okay. Nachdem er halt den Job angenommen hat, ist sie gestorben und Claire, bla bla, Casey bevor. Claire hat sich um ihre kleine Schwester gekümmert und ist dann. Nur wer? Wurde beide, ja, Isaac und Casey haben nichts mehr von Claire gesehen seit dem Blackout. Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber wird sich vielleicht noch aufklären. Ah, jetzt können wir hier auch durchsteppen. Tools? Haben wir hier? Com Device. Okay. Ah, ähnlich wie bei Tacoma werden wir wohl irgendwie quasi solche Dinge da irgendwo in der Luft schweben haben und die dekodiert unser Anzug dann irgendwie. Also es werden irgendwelche Hinweise sein oder so, oder Aufzeichnungen, weiß ich nicht. Crypt Transmissions haben wir null. Die Mission selber. Ach so, das sind Hinweise oder besser gesagt, Dinge, die wir angeschaut oder gescannt haben zu verschiedenen Teilen, wie der Mission oder der Johansson Family, die ja anscheinend hier irgendwie eine tragende Geschichte hat. Also wenn der Vater hier das Ding aufgebaut hat, den MPT, diesen Microwave Power Transmitter, dann werden die ja wohl eine fette Geschichte haben. Und eigentlich müsste ja hier so eine Statue stehen von ihm. Ist da so eine fette Statue von ihm? Weil er hat ja irgendwie eigentlich die Welt gerettet. Okay, weiter. Das ist so cool gemacht mit diesem Nahtlosen auf Ego-Perspektive. Oh, ich kann mir schon vorstellen, dass da bestimmt einige richtig kacken werden. Sollen sie. Mom, Priscilla Flowers schrieb ein Buch über 5 Lektionen, um dich zum perfekten Elternteil zu machen. Jo, super. Super, solche Ratgeber. Claire, Casey, also viel ausgepackt haben sie anscheinend nicht. Teddy? Und bei Teddy fällt mir ein, wo ist Daddy?
Mutter ist gestorben. Ach, das habe ich mir noch gar nicht genauer angeguckt. Elizabeth Johansson, 2005 bis 49. Mutter, Frau und Licht unseres Lebens. Wärme in unseren Herzen. Claire, Casey und Isaac. Krass. The rocket is ready to be primed. Head into the facility to reach the control center. Claire, mal ganz locker. Hi, Kjoken. Well, it's a great pleasure to play this game. Excuse my English, but I'm bad German boy. Ist ja jetzt nicht wahr, ne? Da will mich doch hier jemand verarschen, ganz einfach. Trotzdem, wenn ihr das wirklich seid, Kjoken, super lieben Dank. Freut mich. So, jetzt muss ich aber erstmal durchatmen, ganz ruhig durchatmen. Ist das der Hammer, Freunde? Was war da? Ah, noch was zu scannen. Dossier. The monument marks the entrance of the Fezenkov Cosmodrome. When the utility Fortuna team made this base operations, the blackout began preparing for you. Ah, okay. Dieses Monument markiert halt den Eingang zum Fezenkov Kosmodrom. Kosmodrom ist, falls die Leute da draußen nicht so genau wissen, quasi sowas wie eine Airbase oder sonst irgendwie für den Weltraum bei den Russen. Also wir haben ja eben schon gesehen, das ist kyrillische Schrift und so. Wir haben hier wirklich anscheinend eine weltweite Kooperation. Und da mal super lieben Dank an Kjoken. Richtig geil gemacht. Ich freue mich so derbe. Okay, wir schauen weiter. Da seht ihr wieder kyrillische Schrift und ich denke wirklich, dass die sich dabei gedacht haben, dass wir wirklich eine weltweite Kooperation, das heißt also auch mit den Chinesen und, naja, weltweit halt eben. Was soll ich da noch sagen? Ich muss nochmal in das Dossier gucken. Encrypted Transmissions haben wir keine. Sputnik-Monument? Ja, ist ja noch geiler. Für alle die, die es nicht wissen, es gab irgendwann mal noch lange vor der ersten Mondlandung und dem ersten Menschen, ich glaube, das war Yuri Gagarin im Weltraum, ein kleines, rundes Ding, das sah genau so aus und eventuell, es könnte sogar die Originalgröße sein. Das war der und jetzt kommt's böse, Weltraumschrott, den es je gegeben hat. Der nannte sich Sputnik. Und dieser Satellit, der machte eigentlich nichts anderes als unsere Welt kreisen halt, ne, in einer Umlaufbahn, so wie ich jetzt hier. Und der hat dann nichts anderes gemacht als piep, piep, piep. Und damit war der Beweis erbracht, was ist denn hier? Damit war der Beweis erbracht, dass so etwas überhaupt möglich ist, dass wir Technologie... Das ist doch cool, wenn der Himmel aufklärt. Dann habe ich doch noch ein bisschen Zeit. Auch Mutti, nur noch 5 Minuten. Und dieses Piep, Piep, Piep war der Beweis dafür, dass wir Menschen imstande sind, Technologie in den Weltraum zu befördern, die mit uns kommuniziert, auch wenn es nur ein Piep ist. Das hat den Amis, weil das ist russische Technologie gewesen, natürlich mächtig den Kackstift gesetzt. Und naja, gut, genug Geschichte. Ich hab hier was, guck mal. Nee, ne? Können wir die jetzt echt abschießen? Okay. Ja! What? Hey! Okay. Die sehen wir wohl so schnell nicht mehr wieder. War aber eine gute Vorbereitung auf uns hier. Ne? So, ich muss mal ganz kurz in den Chat gucken. Die Katze ist raus, Englisch ist dir fremd. Ja, mir doch leider auch. Ich hätte Kjoken noch viel lieber hier geknuddelt mit Worten im Englischen überschüttet, aber ich kann es leider nicht. Ich kann einfach nur
versuche meinen Teil dabei dazu beizutragen, dass diese geile Arbeit hier Anerkennung findet. Okay, WSA. Eine Leiter lässt schon einiges erahnen. Ich glaube, ich weiß unseren weiteren Weg schon. Aber ich meine, schaut euch doch mal das Storytelling an hier. Hier ist nichts mehr los. Wir sind wirklich die Letzten. Ich weiß nicht genau, wo Claire ist und warum wir hier niemanden anders sehen. Aber naja, fahren wir mal im Aufzug. Okay, alles klar. Oh, das hört sich nicht gut an. Ja, ich weiß nicht, also ich meine, das hängt ja nicht gerade. Ihr wisst, also gerade. Und wenn es jetzt macht und... Nee. Okay, aber war irgendwie abzusehen, dass hier jetzt irgendwas passiert. Ah, das ist so geil gemacht, entschuldigt aber. Ah, es ist cool, ich kann quasi immer mit der Kamera spielen. Schön. Ah. Und ist alles evakuiert worden, weil ein Sandsturm im Anmarsch ist und ich träume hier so rum. Geil, Loma. Einen wunderschönen guten Abend, Vize. So. Claire ist mittlerweile recht ungehalten. Oh, haben wir auch sowas wie eine Taschenlampe? Haben wir. Okay, rechtes Stick drücken. Okay. Damit können wir nichts machen. Hier können wir schalten und walten. Whoa. Good, I see you're on your way up to the facility. The control center is located on the top floor. There you can prime the rocket for launch. What? Ich muss jetzt auch mal ein bisschen durchdrehen. Geile Scheiße. Okay. Dann ist das wirklich so diese... Okay. Ja, glaubt man heute auch immer noch nicht. Wird doch nicht möglich sein. When you get the MPT back online. Aber wir sind halt die Person, die den Microsoft, sag ich schon, Microwave Power Transmitter wieder online kriegen. Wetten, komm, wir delivern Keoke den Mond. Das machen wir. Das ist bestimmt diese Schüssel, wisst ihr, was ich meine? Ach, holy shit. Ist das... Na, ich meine, so sieht's ja mittlerweile. Das ist ja noch gar nichts dagegen. Habt ihr schon mal in die Sahara geguckt? Ja, kein Witz jetzt, also. Super schön gemacht. Wir sind echt noch die Rohre handverlegt, ne? Hier kocht der Chef selber oder so. Ist das schön. Ja gut, okay, allen Fantasy- und Elfenabenteuer-Liebhabern oder Mantel- und Degenfilm-Liebhabern, dem wird es hier jetzt nicht einer abgehen, aber mir geht hier fett einer ab. Also das ist, entschuldigt diese Wortwahl, aber es ist einfach so. Okay. Ja, das zieht sich aber durch, ne? Das ist, als wäre es irgendwie so schräges Englisch und englisches Modern. Wir hängen die ganzen Schilder einfach mal so ein bisschen schräg hin für die WSA. Irgendwie so. Okay, Tür geht auf. Das ist schon mal schön. Aha, blau scheint irgendwie... Haha, weiß ich schon. Haha, habe ich selber herausgefunden. Erinnert mich irgendwie gerade an irgend so eine Drohne. Wisst ihr, was ich meine? Nur Smoking, nur Trachtenanzug. Mhm. Naja,
gut, also das Konterfei der WSA ist natürlich überall vertreten und wir treten gerade auch drauf. So viel zum Treten, MPT Network, powering our future. Was so wunderschön. Interact? Ah ja. Oh, das erste Rätsel. Oh, da wird euer Alterssack aber ganz bestimmt irgendwelche Probleme kriegen. Aber das macht nichts. Scheiß drauf. Ich hab Zeit. Ich hab Wochenende. Ich muss erst Montag um 2 Uhr morgens wieder raus. Bis dahin, wenn wir das wohl geschafft haben, wenn das Spiel nur 3 Stunden geht, dann verlass dich mal drauf. Bei mir geht das dann 8. Okay. Also wieder mal quasi Authorized Personal Only. Und wir sind natürlich autorisiert. Wir sind ja schließlich der Einzige, der hier noch rumhängt. Alter Falter, ist das geil. Der ganze grinnt. Man kann ihn förmlich riechen. Das ist so cool. Oh, guck mal, wir haben hier eine Rakete. Die Collect. Was? Ja, hier. Ach so, der Zettel. Aha, okay, euer alter Sack ist nicht so ganz alleine gelassen worden. 3548. If power out, use code 3548 for the door. Ja, Mama. Objective. Find the control center to prime the rocket. Use the code 3458 to gain access to the launch facility. Ja, machen wir. Nehmen ihn natürlich ein. Und dann reiten wir zum Mond. Ist das cool? Wenn ihr euch fragt, was macht der Alte, sagt er, ich genieße einfach nur gerade absolut diese Stimmung, die man hier aufbauen kann. Ich glaube, ich sollte gleich ein bisschen mehr. Wie war das denn? Ach, nee, 4-8, ne? Oh, 3-5-4-8, ne? Ich glaube, ich sollte gleich mal ein bisschen mehr den Kopf halten. Ab und an. Und einfach nur diese fucking geile Stimmung genießen. Weiß ich nicht. Ich will nicht immer direkt an allem rumziehen oder rumdrücken. Klar, mich interessieren auch rote Buttons, klar. Never push the red button, aber muss nicht immer sein. Aber pullen wir mal. Alles klar, sie ist alles im Arsch, wenn der Sturm hier durchkommt. Hey, hier ist was zum Durchhängen. Cool. Ob wir uns hier auch eine Runde abhängen können, bevor wir zum Mond fliegen? Ich glaube eigentlich weniger. Denn Claire hängt uns ja schon die ganze Zeit im Nacken. Mach ihn jetzt! Okay. Das weh? Nö. Ach, guck mal, sogar so ein... Wie cool. Aha. Ah. Missing. Okay. Missing Colonist. Das hier Isaac Johansson. Aha. Okay. Bam, 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 bam. Casey Johnson, Claire Johnson, Elizabeth. Was? Mhm. Die Case. Mhm. Missing Signs since 24.09.54. Copernicus Moonhub. Okay.
Copernicus Moon hab. Oh, wie cool. Logical. Known Workaholic, okay. Ja, ja. Ist eigentlich der auch von dem MPT? Okay, dann wird also Isaac Johansson eigentlich der Erbauer, denke ich mal. Können wir damit auffangen? Der Erbauer wird vermisst. Er geht runter, wenn ich... Okay, alles klar, dann ist das bestimmt nur wegen dem Ding da gewesen. So, von hier bin ich gekommen, muss ich mal gucken. Gibt's hier was? Oh, dann wieder diese Musik. Ja, ich meine, das sind so Spiele wie Go oder so, da braucht man nicht viel. Schwarz-weiße Bretter, unterschiedliche Farben von irgendwas. Schon kann man zusammen gemeinsam spielen. Gegeneinander, gemeinsam. Ja, das Leben ohne MPT Space Tech Magazine Blackout 2054. What happened to the MPT? Ja, das würden bestimmt gerne alle wissen und wir werden eventuell ja dann gleich sogar wirklich in die Lage versetzt, das herauszufinden. Wenn das Spiel wirklich nur 3 Stunden geht, also in der Betonung lag irgendwie schon der Subkontext, dann werden wir das ja bis morgen früh um 8 Uhr schaffen, oder? Ach, ist das. Maria González, Direktor. Ah, cool. Ja, da muss ich natürlich direkt wieder sagen, ah, das erinnert mich doch an Tacoma. Ah, Zoom. Ja. Erinnert mich an ein Game-Intro von ganz, ganz früher. Mit dieser Rakete, die drum flog. Interplay, glaube ich. Ja, alte Säcke halt. Alte Säcke und viel... Ach, das sollten wir bestimmt scannen hier. Objective MPT Network. Ah, Dossier, okay. Puh, to speak about Blackout, Restore MPT Connection, Maria Gonzalez, Herald Fortuna Team. Aha, Die hat die WSA gewaschen. Nein, Chat. Sie arbeitet also mit an unserer Mission und wie wir das wieder in Gang kriegen, sagt sie, schreibt sie. Mond, Isaac, MPT-Design. Dann ist das höchstwahrscheinlich ein neues MPT-Design. Das könnte ja sein, Design sein. Naja, bin mir noch nicht ganz sicher. Also das ist, es muss ja vorher schon irgendwie eine Mikrowellenübertragung gegeben haben. Und die ist ja abgebrochen. Und daraufhin haben ja hier die Leute, also Isaac Johansson und Familie, leider die Mutter nicht mehr, das Ding wieder hinbekommen. Und das wird wohl diese, denke ich jetzt mal so, reim ich mir mal so zusammen. Aber hier kommt schon wieder Zoom. Soll ich hier rauszoomen? Dann mache ich mal. Ist sowieso, ich hätte hier sowieso rausgezoomt. Das hätte ich mir nicht nehmen lassen. Ach, ist das cool. Ja, gut. Inspekt. Was haben wir denn da? Die Huygens Gedächtnismedaille oder was? Sieht eigentlich eher so aus wie so ein Schoko-Ding, wisst ihr? So Karamell oder so. In Memoriam. Huygens Nelson. Ach du meine Güte. Also das ist so ein... sowas wie eine Zitrone oder so. Sowas wie eine Zitrone. Wisst ihr, was ich meine? In Erinnerung an ein... Ja. Tiefgegangenes Schiefschlafprogramm. Alles klar. Heftig. Huygens war also ein Kryostase-Programm, das in die Hose gegangen ist. Und wozu da jetzt hier so eine Gedächtnismedaille da ist? So ein bisschen Sand in die Wunde streuen, ich weiß nicht. Oder vielleicht einfach wirklich nur als Gedächtnis. Vielleicht war ja jemand Angehöriges von unserer Gonzales mit dabei.
Und das haben die halt als Entschädigung bekommen. Wisst ihr, was ich meine? So, ne? Mensch ist eh nichts mehr wert. Ressourcen sind alle knapp. Ressourcen sind viel, viel wichtiger als die Menschen. Und das hier ist doch 100 pro das Ding. Ach, guck mal, ich kann so interagieren. Wie geil. Na gut, das wird natürlich unsere jetzige Erde darstellen. Der Mond ist eigentlich ein bisschen weiter weg und in 30 Jahren ist er halt 3 Zentimeter weiter weg. So ungefähr. Das sind jetzt keine richtigen Zahlen. Also alle Physikbegeisterten und Mathematiker unter euch mögen mir verzeihen, aber das waren jetzt einfach nur so. Was haben wir ja auch dran? Das waren einfach nur so in den Raum geschmissene hypothetische Zahlen. So, ne? Um zu veranschaulichen und so weiter. Was haben wir hier? Und schon wieder so eine Drohne, oder? Ach so, aha, okay. Ich wusste nicht, ob es Licht ist oder ob das wieder so eingefärbt ist. Huygens, Kryoschlieben-Müllfunktion, Maria, ISA, was ist das? Auf jeden Fall ein Unit von der Kryostase anscheinend. Ah, irgendwas mit holographischer Aufzeichnung. Tacoma lässt wieder grüßen. Auch ein super geiles Spiel, wenn ihr das noch nicht gespielt habt, Freunde. Ah! Also wenn ihr auf sowas hier steht, ja, ja, ist auch Horror mit Alien-Viecher. Dann, und irgendwie so auf Geschichten mit künstlicher Intelligenz steht, kleine Detektivgeschichte, Tacoma, ihr Lieben, Tacoma. So, Maria's Broken ASA Unit, das ist wohl dann die holographische Aufzeichnungseinheit gewesen, denke ich mal, wenn ich das hier so richtig entziffer. Und, schade, dass wir da jetzt nicht irgendwie an Daten kommen, die wir dann eventuell im Verlauf des Spiels, weil wir haben hier in unserem Astro-Tool, haben wir doch, ach, ich habe hier noch gar nicht weitergeguckt, haben wir doch irgendwie, wo waren das? Hier drüben, Encrypted Missions oder Transmissions. Da bin ich noch gespannt, was da kommt. Ob das so, na, werden wir sehen. Gut, User Code haben wir, Enter the Fizenkov Launch Facility, sind wir, ach so, das ist von unten nach oben. Control Center to Prime the Rocket, ja, ist immer das Gleiche. Komm, du weißt, hatten wir Flashlight? Also eine Erklärung. Geil. Die Batterien haben nur eine limitierte Kapazität, aber sie laden sich recht schnell wieder von alleine auf. Das Astro-Tool. Quasi ihr Pip-Boy für Fallout-Spieler. Kompakt, leichtgewichtig und übersichtlich. Ja, okay, das kennen wir. Ich meine, wir sind da ja jetzt gerade drin, also kennen wir das natürlich jetzt auch. Oculus. Detecting. Ah, das ist quasi so eine Datenbank, die uns weiterhilft. Sowas wie G-Glasses und so. Ihr wisst, was ich meine. Krass. Wow. Ja gut, wenn es mal ruckt oder so, das ist mir sowas von Bohne. Aha, was ist hier? Dear Sarah, we may go Pearson Space Station. Huygens, Kryostab, Malfunktion, Bremanuel, Digma, ASA, extract die Daten. Alles gut, ich komm gleich, bin gleich da. Ja, also hier oben schreibt sie hier, pass auf, da ist mein kaputtes ASA. Ich habe da versucht, irgendwie die holographischen Daten heraussortieren, aber das hat nicht geklappt. Und das ging an Sarah Baker irgendwie. Ja, okay, ich habe mich erinnert an diese komische Technologie. Nur ihr Kollege Rolf Robertson, der müsste das irgendwie können. Die mechanischen Parts wiederherzustellen irgendwie. Alles klar. Haben wir jetzt schon wieder 2 Leute kennengelernt und ihr kennt mich, den alten Sack. Ich merke mir die Namen beim besten Willen nicht. Also Sarah Baker und Rolf Robertson. Also Robertson, das werde ich mir merken. Robertson, auf jeden Fall. Aber ist nicht so mein Fall. Da müsste ich mir eigentlich aufschreiben. Was haben wir hier? Fluoxetin, Antidepressanz, 100 Pillen. Sophia Co. 10 Milligramm. Okay. Ja gut, kann ich mir gut vorstellen, dass man die hier eventuell brauchen kann. So, was haben wir hier? Ich denke mal... Ach, wie süß das Teelicht da. Das sieht aus, als ob es ein echtes Teelicht wäre. Ja, irgendeine Crew. Jetzt lass erstmal hier gucken. Lunar Colony, da hatten wir eben schon. Und Huygens Research Facility to Remain Closed, da haben wir auch schon. Dann nehmen wir mal Inspect in Memoriam. Lost during the Huygens malfunction.
Tia, das ist denn... Aha. Don't forget everyone we've lost that day. Immer wieder diese Anspielung auf diese schiefgegangene Kryoschlafgeschichte. Eugens. Ja, das Zoom bezieht sich hier drauf und auf das Bild höchstwahrscheinlich. Ich könnte mir jetzt im Moment nichts anderes vorstellen. WSA. We build the future. Ach guck, da sind wir reingekommen. Dann sind wir hier in den Direktorraum gekommen von der guten Gonzales. Dann hier rum, hier raus. Maintenance. Okay, cool. Geile Sache. Was ist der Gassi? Easy Brady. Wisst ihr, das werde ich jetzt gleich auch mal tun. Ich halte mir hier schon die ganze Zeit die Tena zu, damit hier nichts raustropft, versteht ihr? Aber ich komme hier auch nicht weg. Und Danu, war das jetzt eben Verarsche oder war der hier eben echt Kaioke? Waren die Entwickler echt hier? Gut. Oh, es ruckelt ein bisschen. Möchte ich mich für entschuldigen, aber da kann keiner was für. The Control Center, okay. Mm-hmm. Ja, ich lasse ja gehen. Ich lasse gehen. Aber ihr Lieben, lasst mich kurz gehen. Ja, es drückt. Deswegen. Ich lasse euch mit dem Sound und dem Bild alleine. Ich lasse es aber nicht weiterlaufen. Ich habe Angst, dass da irgendwie ein Countdown im Hintergrund läuft und wir da irgendwie gleich verkacken. Also ich verkacke. Und, meine Güte.